Kein anderer deutscher Basketballer zieht die Massen an wie er, Dirk Nowitzki. Auch weil er ein Star zum Anfassen ist und sich für seine Fans immer Zeit nimmt. Diese haben ab September die Chance, ihrem Idol noch etwas näher zu kommen. Am 18.09. feiert der Film Nowitzki, der perfekte Wurf, in Köln Premiere. Am Donnerstag gab es den ersten Vorgeschmack. Und die rund 500 Fans, die extra dafür nach Frankfurt zum Sitz der ING DiBa gepilgert waren, zeigten sich begeistert. Also wir sind hier natürlich wegen Dirk. Es war für uns eine einmalige Chance und den Film schauen wir uns natürlich auch an. Ich denke mal, für die ganzen deutschen Basketballer ist es natürlich ein Idol, was er geschafft hat. Man verfolgt es Nacht für Nacht oder zumindest in den Playoffs. Und ja, ich denke, das, was er erreicht hat, ist einzigartig. Und deshalb sind wir hier, um ihn mal zu sehen. Wir hoffen jetzt noch, dass wir ein Autogramm erhaschen. Ja, also Dirk ist einfach Basketball für Deutschland. Er ist der mit Abstand beste deutsche Spieler, den wir haben. Ist jetzt seit Dekaden schon erfolgreich in der besten Basketballliga der Welt, in der NBA. So ein bisschen wegen ihm bin ich überhaupt erst zum Basketball gekommen. Neben dem Film denkt Nowitzki auch in der Sommerpause an Basketball. Immerhin hat er gerade bei den Mavericks um weitere 3 Jahre verlängert und will seiner Karriere in Dallas weitere Erfolge hinzufügen. Ja, ich meine, ich bin jetzt in Dallas schon seit meine 16. Saison. Und das ist irgendwie schon so ein bisschen wie meine zweite Heimat geworden. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl, habe viele neue Freunde. Mein Umfeld stimmt einfach. Ja, über die Jahre bildet sich da so ein Umfeld, wo ich mich einfach total wohlfühle. Und da habe ich einfach, da glaube ich, dass ich noch das Maximale aus meiner Karriere aus den letzten paar Jahren noch rausholen kann. Ja, auf Geld verzichten können, glaube ich, im Alter so ein bisschen dazu. Ja, du willst eine gute Mannschaft haben. Wir wollen oben mitspielen. Und mir ging es nie da, in dem letzten Vertrag jetzt da noch den letzten Pfennig rauszuholen, sondern ich will in einer guten Mannschaft spielen, wenn es geht, im Top 4, im Westen mitspielen. Auch die Nationalmannschaft hat der 36-Jährige noch nicht abgehakt. Bereits im nächsten Jahr könnte sie wieder ein Thema sein. Ich werde mich auch im DBB mit den Leuten treffen, in dem Sommer mit Sicherheit schon. Vielleicht schaffe ich es auch mal zum Spielen. Ich spiele ja die EM-Quali jetzt dann im August und September. Und ich hoffe natürlich, dass die Jungs es schaffen, sich da qualifizieren für die EM. Aber ich will mir einfach nicht den Deckel oben drauf machen, weil es hat so viel Spaß gemacht, über die Jahre immer Deutschland zu vertreten. Und wir haben echt schöne Erfolge gefeiert. Und wie jeder wahrscheinlich weiß, waren die Olympischen Spiele eine meiner besten Erfahrungen meiner Karriere und meines Lebens wahrscheinlich. Und das wäre schon nochmal toll. Ich glaube, Rio 2016 ist noch weit weg. Bis dahin wäre ich dann 38, aber ich möchte mir die Hintertür ein bisschen offen lassen. Seine Kollegen um Dennis Schröder und Heiko Schafazik wird Nowitzki in diesem Jahr wahrscheinlich beim Supercup in Bamberg Anfang August besuchen. Wenn er bis dahin mit den Autogrammwünschen der Fans fertig geworden ist.